Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute packen wir ein großes Trash-Paket aus, ein Wander-Trash-Paket, das die liebe Edda gestartet hat. Und ich werde euch auch nur die liebe Edda unten in der Beschreibung verlinken, denn die anderen sind alle nicht YouTuber, die mitmachen. Aber vielleicht gucken die ja zu und dann grüße ich sie alle ganz lieb. Genau, und das ist jetzt das zweite Mal bei mir und es ist riesig. Und ich denke, ich muss den Karton austauschen, denn der Karton hat richtig gelitten. Der ist nicht mehr so fresh. Also ich versuche mal umzupacken. Und jetzt starten wir. Wir starten mit einem Täschchen von Forever Hangs Hang. Originally from Korea. Mit so einem Hängerchen und das wird so eine Handy- und Portemonnaie, genau, das ist Portemonnaie und Handytasche gleichzeitig. Finde ich ganz cool, aber das ist mir ein bisschen zu klein. Ich mag es doch lieber etwas größer bei meinen Taschen. Die darf weiter wandern. Dann schauen wir mal, was alles zu mir zurückgekommen ist, was mir gehört. Ich glaube, ich habe markiert, ich glaube ja. Hier haben wir einen Body Fragrance von Isana. Die darf weiter wandern. Und dann haben wir, was haben wir hier? Skin & Co. ein Öl. Das darf aber auch weiter wandern. Dann haben wir hier. Ah, hier sind schon mal Sachen, die zu mir zurückgekommen sind. Einmal das Herb and Bloom der Conditioner, der war von mir, der wandert wieder raus. Und auch das Haarpflegeprodukt, das Sun Protect Produkt, das war auch von mir, das nehme ich auch wieder raus natürlich. Dann gibt es hier ein Body Oil von Fenial. Das darf weiter wandern. Und dann haben wir hier noch ein Bilou pflegender Cremeschaum Cotton Candy. Auch der darf weiter wandern. Tue ich mal wieder in die Tüte rein. Tue ich mal das Fragrance noch mit rein und dieses andere Öl. Dann haben wir das schon mal so zusammen. Falls da was ausläuft, ist das gut geschützt. Dann das Playboy-Set, was ich dahin getan habe. Auch das wollte keiner haben. Das kommt raus. Dann ist schon mal wieder ein bisschen mehr Platz im Paket, wenn die großen Sachen raus sind. Dann, ist auch zurückgekommen. Ich hatte nicht so einen guten Griff dieses Mal in diesem Trash-Paket. Der Volumen-Lift-Schaum, der ist auch zu mir zurückgekommen. Hier ist noch ein Cherry Kisses pflegender Cremeschaum drin von Bilou und eine Water Lily Body Lotion von Cosnature. Ich rieche nochmal dran. Ist nicht so mein Duft. Darf weiter wandern. Dann haben wir hier ein Täschchen, ein Manhattan-Täschchen. Da ist drin ein Skins Loving Sensitive Essence Primer. Darf weiter wandern. Ein erfrischendes Waschgel von Sante für normale Haut. Das könnte Herr Muffin gefallen. Der benutzt sowas. Tue ich mal zur Seite auf vielleicht. Dann haben wir hier No Make-up AHA BHA Peeling Cleanser. Das nehme ich mal nicht. Ein Waschgel habe ich ja jetzt schon zur Seite getan. Eine Santé Volumen Mascara. Mascara habe ich genug. Ein
Comfort Zone Re-Night Cream. Eine Nachtcreme. Auch davon habe ich genug. Weleda Feuchtigkeitsfluid. Da werde ich den Duft nicht mögen, denke ich mal. Das darf weiter wandern. Und dann ist hier noch ein kleiner, süßer Smile Lip Gloss drin. Aber ich bin nicht so der Lipgloss-Typ, deswegen darf der auch weiter wandern. Aber die Tasche finde ich richtig cool. Ja, wohin damit? Ich stelle es erstmal da auf die Seite. So, jetzt kommen die Boxen. Oh, die ist schwer. Glossy Box. Und die ist prall gefüllt. Hier haben wir ein Elizabeth Arden Anti-Age Serum. Das darf weiter wandern. Ein Glow Powder von Pixi by Petra. Das darf auch weiter wandern. Die Palette ist zu mir zurückgekommen. Die BH Cosmetics Midnight. Die kommt also wieder raus. Dann haben wir hier drin I Love Vegan Food Coconut Detox Sugar Body Scrub von Eveline Cosmetics. Kommt mal auf vielleicht. Da ist mein Vielleicht-Stapel. Dann haben wir hier einen Pedal to the Metal. Den hatte ich auch reingetan. Der kommt auch wieder raus. Eine Emma Hardy, ein Cleansing Balm. Ihr wisst, ich bin nicht so der Cleansing Balm Fan. Das nehme ich mir nicht raus. Ein Triffle Cosmetics Sugar Pier Sublime Lip Scrub. Das darf auch drin bleiben. Hier haben wir noch. Ah, die Palette war auch von mir. Die wollte auch keiner haben. Pink Glitter Show. Die bleibt bei mir. Ein Manhattan Make-up. Pure 97 Wild Rose and Baobab Heat Protect and Styling Lotion. Die darf auch weiter wandern. Das ist ein Jeffree Star Lippenstift. Auch der darf weiter wandern. Ein Becker. Ein Becker. Was ist das? Lipgloss? Ein Lipgloss. Auch der darf weiter wandern. Ich bin nicht so für Lipgloss. Die Mary Kay, die hatte ich, glaube ich, reingetan. Die kommt wieder raus. Dann haben wir hier noch einen Tarte Lip Gloss, sehr cool. Und eine I Love Stage Eyeshadow Base. Ich weiß gerade nicht, habe ich die reingetan? Aber sie ist nicht markiert. Ich hätte markiert, also deswegen, ich habe sie nicht reingetan. So, jetzt gucken wir mal. Das ist nicht mehr ganz so voll, weil ich meine Sachen rausgenommen habe. Vielleicht kann ich diese hier, diese Schachtel hier gleich umpacken, dass wir so ein bisschen reduzieren von den Schachteln her. Weil dann kriege ich es vielleicht doch in das Paket rein, was ich hier noch stehen habe. Das wäre ja mega nice. Ups. Muss man hier ein bisschen aufräumen nebenbei. Ihr kennt es ja nicht anders. So. Noch eine Glossy Box. Oh, was fällt mir hier entgegen? Ein Parfum Juniper Lane Moonflower. Ein Damenduft, würde ich jetzt mal so schätzen, von der Verpackung her. Der darf weiter wandern. Dann, noch so eine schwere Glossy Box. Oh yeah.
Ein Koishi Tropical Scrub. Ein Scrub habe ich mir jetzt schon rausgenommen. Packe ich mal in die andere Box. Vielleicht kann ich die Boxen ja zusammenschmeißen. Ein The Ordinary Caffeine Solution. Irgendwas für die Haut. Dann ein Caesar Lasting Gel Liner. Der darf auch weiter wandern. Mud Masky Leave Me On Winter Mask. Darf auch weiter wandern. Hier ist doch noch ein bisschen Platz drin. Dann kann man mal die größeren Sachen hier rein tun. So. Genau, dann ist die Tüte auch wieder voll. Der Eyeshadow war von mir, der kommt wieder raus. Ein Bump Eraser Body Scrub. Das habe ich auch noch. Ein Renaissance Waschgel. Von Oskia London. Das darf weiter wandern. Ein Trended Up Everlasting Matte Lippenstift. Ein Puder von mir. Das kommt raus. Ein Marine Eye Cream von Heimisch bleibt drin. Ein Mascara von Manhattan darf auch weiter wandern. Ein Clean Philosophy Trended Up Maracuja Glow Face Serum. Das darf auch weiter wandern. Hier ist noch ein Love Lidschatten von mir. Ich glaube, von mir ist gar nichts rausgegangen, so wie das aussieht. Hier ist noch ein kleiner Sephora Long Lasting Eyeshadow oder Blush oder so. Dann ein Brow Gel from Luna by Luna. Brow Gel brauche ich nicht. Eine Antioxidant Rich Matte Butter Body Hand and Foot von 417 oder 417 oder so. Da könnte ich mal dran riechen. Wenn es offen ist. Nein, es ist noch zu. Aber Body Hand and Foot finde ich schon wieder gut. Was ist da drin? Reichhaltige Fango-Butter für Körper, Hände und Füße. Die nehme ich mal raus. Tue ich mal dahin. Barbour Neurosensitive Intensive Calming Cream. Die darf drin bleiben. Grow Gorgeous Balance Shine Enhancing Overnight Mask. Die darf drin bleiben. Ein Lipgloss, nein, ein Face Primer von Revolution. Nee, von Mana. Von Mana Kadar, ein Face Primer. Aber der darf trotzdem drin bleiben. Ich benutze keinen Primer. Hier nochmal ein Alverde Lidschatten. Und ein Note Creamy Lipstick in Rot. Darf auch drin bleiben. Und ein kleines Altera Lidschatten Trio. Auch das darf drin bleiben. Und jetzt gucke ich mal, vielleicht, wenn ich das hier noch hier rüber packe, vielleicht kann ich die zwei Kisten ja in eine tun. Das wäre natürlich toll. Ich muss ja ein bisschen
Platz einsparen, weil meine Kiste ist nicht so groß wie die Kiste, in der das kam. Also nicht wundern, liebe Edda, wenn die Kiste, die zu dir zurückkommt, etwas kleiner ist. Hier ist noch so ein kleiner Gua Sha Stein drin, aber ich glaube, der ist aus Plastik. Plastik kann ja hier mit rein. Ich versuche, ein paar Glossy-Boxen einzusparen, um das Paket etwas zu verkleinern. Was haben wir hier? Entwirren und Haarschutz. Von Parsa. Von Parsa habe ich noch gar nichts. Und da schwärmen ja immer alle von. Ach, das ist so eine Entwirrbürste. Kann ich die mal... Oh. Es ist so eine Entwirrbürste von Parsa. Aber ich mag ja lieber Bürsten mit Griff. Nee, ich glaube, die packe ich wieder ein. Die darf weiter wandern. Ich mag ja lieber Bürsten mit einem Griff dran. Obwohl ich Parsa schon sehr interessiert hätte, aber die wandert dann weiter. Für Edda steht hier drauf. Dann lassen wir das auch zu. Interessant, interessant. Das ist also für Edda. Stelle ich mal hier neben. Dann haben wir hier eine Holotasche von BH. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Das war auf jeden Fall nicht meine. Ach, da sind die Klebepunkte drin. Falls jemand keine Klebepunkte hat zum Markieren, hier in der Holotasche sind die drin. Dann haben wir hier ein My Little Box Säckchen. Oh, huhuhu. Ein Setting Spray Saint Luxe. Okay. Setting Spray. Da rieche ich mal dran. Ich habe zwar eigentlich genug für Setting Spray, aber Mikrofein Setting Mist. Ach, das tun wir mal vielleicht. Ich muss ja auch ein bisschen was rausnehmen, sonst kann ich das Paket ja nicht verkleinern. Ich meine, ich tue natürlich auch wieder was rein, aber nicht so große Produkte dann. Soul Clean, ein Probiotics Loose Mineral Powder. Das nehme ich mir mal raus. Dann haben wir hier noch Nagellack drin von Essence. Einen Matte Me von Sleek Makeup, so einen Lippenstift. Ist da noch Platz in der Glossy Box für ein bisschen was? Ne, die ist voll. Okay. Ein Pinsel von keine Ahnung wem. Noch ein Nagellack von Alessandro. Ich musste gerade mal nach meinem Akku gucken, ob der noch hält, aber ja. Ein Lotti London Cream Eyeshadow ist das, glaube ich. Golden Hour. Eveline Cosmetics Mascara. Ein Nails Ink Be Your Incredible Self with Nails Ink My Fair Lane Nagellack. Ein Last and Shine Nagellack von Essence. Was haben wir hier noch Schönes drin? Ich nehme das mal raus. Noch ein
Nagellack von Essence, ein Gloss, ein Lippenstift von L'Oreal, ein Lip Long Lasting Perfection Matte Lipstick von Manhattan, ein Lancôme Crayon Kajalstift und noch ein Ruby Red Lipstick von M. Asam. Das darf alles weiter wandern. Oh, die ist auch wieder so prall gefüllt. Ui. Ein Scrub. Eine Maske von M. Asam. Noch eine Maske von The Creme Shop. Eine Palette von... Oh, das sind alles Masken. Oh Mann. Sind das wirklich alles Masken? Ihr seid ja eigentlich komplett verrückt. Aber Masken müssen meiner Meinung nach nicht unbedingt in einer Glossy Box sein. Die können wir auch woanders reintun, weil das tut denen ja nicht weh, wenn die nicht in der Glossy Box sind. Eine Misha Pearl Mask. Die würde mich ja fast schon interessieren. Wie lange ist die noch haltbar? Steht hier nicht drauf. Also hier sind ganz, ganz viele Masken drin. Die zeige ich euch jetzt nicht alle einzeln. Ich gucke nochmal, ob da was von mir noch dabei ist. Aber ich glaube, das sieht nicht so aus. Ich glaube, da hatte ich auch gar keine Maske reingetan in das Paket. Meine ich. Nee, die ganzen Masken können wir alle mal in so eine Tüte reintun, würde ich sagen. Mache ich jetzt einfach mal. Ich finde, Masken müssen nicht in einer Glossy Box drin sein. Ich hoffe, das ist okay. Aber ich versuche, dieses Paket irgendwie zu verkleinern, weil ich, wie gesagt, keinen größeren Karton habe. Und ich will nicht, dass die nächste so lange warten muss. Kommt, Masken. Spielt mit. Dum, 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 dum. Voller Tetris hier. So. Aber ihr seid verrückt, da so viele Masken reinzutun. Oh mein Gott, ey. Dreh einmal völlig durch, was Masken angeht. Alter Schwede, ey. Die Masken sind doch auch ganz gutes Füllmaterial. Die polstern doch ganz schön, das ist doch gut. Ich liebe Trash-Pakete. Aber wenn die so riesig sind, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, dafür Kartons zu finden. So. Und der Herrgott sprach, schneide deine Videos. Und ich sagte, nein. So, weiter geht's. Ach so, diese Palette. Was war das jetzt für eine Palette?
von Bella Pierre. Die Eyeshadow Palette Go Natural. Oh, die ist aber schön. Die ist wirklich schön. Die wird bestimmt jemanden glücklich machen. Aber ich werde sie nicht behalten. Ich werde sie hier in dieses My Little Box Säckchen mit rein tun. Dann ist sie noch ein bisschen besser geschützt. So. So. Weiter geht's. Wir sind noch lange nicht fertig. Was haben wir hier? Zwei Paletten. Einmal eine von W7. Das ist so eine Nude-Palette, die kenne ich. Und Artistry-Palette von SheGlam. In Holo. Mit SheGlam habe ich ja noch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Wäre vielleicht mal an der Zeit, dem nochmal eine Chance zu geben. Und diese Palette werde ich mal rausnehmen und die nochmal testen. Ja, die SheGlam-Palette im Holo-Design, die darf bei mir bleiben. Die Lightly Toasted packe ich wieder hier in dieses Blumensäckchen. So, was haben wir hier noch? Das sind, glaube ich, sind das nicht die Duftwachse? Beauty AT? War das nicht die Box mit den. Nein! Hohoho. Leute! Wow! Von Jeffree Star. Der ist wirklich schön. Designerblatt. Oh Gott, den muss ich, glaube ich, rausnehmen. Und was ist hier noch drin? Leo. Ich lasse einen drin und einen lasse ich, den Designerblatt nehme ich raus. Und den Leo lasse ich weiter wandern, damit jemand anders sich auch noch einen Jeffree Star Lippenstift rausnehmen kann. Ein Bruno Banani Woman Parfum Stick. Ein Spray All Day Grace and Stella Rosenspray. Eine Bambuszahnbürste oder Holzzahnbürste. Nicht so mein Film. Ein Konturfächerpinsel. Eine Contouring-Palette von Essence. Ein EOS Shimmer Limited Edition. Iridescent Shimmer Edition. Oh, der ist schön. Den muss ich mal, glaube ich, rausnehmen. Ein Cruelty-Free Vegan Luvia Lipstick. Der darf weiter wandern. Eine Haarmaske für Fine to Medium Hair. Aber ich habe ja. Nee, fein Hair habe ich nicht. Ich habe mehr so Normal Hair. Ein Laguna Make-up. Das darf weiter wandern. Das ist das Meloxin Haarserum. Das darf auch weiter wandern. Das hatten wir schon. Kara Meju Sun Body Lotion Lichtschutzfaktor 15. Das darf weiter wandern. Eine Madara Recharge Cream. Die darf auch weiter wandern. Ein Essence The Glowing Goals Vitamin C Serum. Das darf auch weiter wandern. Sand and Sky Emu Apple irgendeine Maske. Darf auch weiter wandern.
Hier ist noch eine Zahnbürste drin. Nee, Blush Brush. Blush Brush. Blush Brush finde ich ja wieder interessant. Oh, der ist schön. Von So Echo. Der ist wirklich schön. Ich glaube, den lege ich mal auf vielleicht. Mitch, möchtest du mal eine Holzzahnbürste ausprobieren? Mitch? Ja. Möchtest du mal eine Holz-Bambus-Zahnbürste ausprobieren? Ja, probier mal aus. Dann nehmen wir die Bambus-Zahnbürste doch raus. Probieren wir mal aus. Hier haben wir noch einen wunderschönen Glitzerpinsel. Aber das ist so ein Stippling Brush. Aber der Griff, der glitzert so schön. Aber Stippling Brush brauche ich nicht. Der darf also drin bleiben. Die Daring Nudes Palette, hatte ich die reingetan? Nee, ich glaube nicht. Von Catrice. Die Daring Nudes. Die packe ich mal ein bisschen besser ein. Und hier ist noch ein Brow Gel drin. Das darf aber auch weiter wandern. So, dann haben wir diese Box fertig. Das haben wir gezeigt. Noch eine Glossy Box. Könnt ihr noch? So, dann haben wir hier die Glow My Mind Baked Highlighter Palette. Die sieht so aus. Die darf weiter wandern. Eine Brow Contouring Palette von Love. Die darf auch weiter wandern. Eine Meso Mask von Filorga. Ein Hydra Filler von Filorga. Ein Illuminating Effect Fluid von Lavera. Das nehme ich mal zur Seite. Das ist nämlich abgelaufen. Das kommt weg. Tschüss. Nagellacke, fallen alle runter. Ein Multibalm von eCooking. Und jetzt schwächelt mein Akku. Ein Selbstbräuner-Spray. Das nehme ich auch mal raus. Und dann sind hier noch Sachen von mir, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Zwei Paletten sind zu mir zurückgekommen. Einmal eine Revolution Palette. Und was ist hier noch zurückgekommen? Die Blush Palette. Die ist auch noch kaputt gegangen. Ah, kann man da wieder rein machen. Von Naming. Die dürfen auch wieder bei mir in das nächste Trash-Paket.
Die Box ist dann relativ leer. Mal gucken, ob wir da wieder was zusammenschmeißen können. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Schnelldurchlauf. Elemis Pro Kollagen Cleanser, der kann weiter wandern. Ein Shiseido irgendwas fürs Gesicht von Shiseido. Eine Vichy Lift Aktiv Supreme Creme. Ein Rose Quartz Lip Plump. Ein roter Lipgloss. Ein Zoeva Pure Lecker Lips. Smoothing Body Exfoliator von Ameliorate. Einmal Mercy Handy Flower Power Blotting Paper. Eine Vivian Grey Beauty Orange Blossom Hand Cream. Oh, Orange Blossom hört sich gut an. Die darf bei mir bleiben. Eine, was für die Lippen von P2. Eine Etrebelle Mascara. Ein Hyaluron Agave Hanföl Gesichtsmaske, gar nicht mein Film. Noch eine Aeko Brow Gel. Oh, da wollten viele ihr Brow Gel loswerden. Ein Revolution I Love Cranberry Lippengedöns. Ein Parfum BDK Made in France Gris Charnel. Sagt mir nichts, darf weiter wandern. Ein Mattpuder. Und was haben wir hier noch eingepacktes? Ein Highlighter von Revolution Beauty. So. Tschüss. Die drei Sachen packe ich mal. Eine Box haben wir noch. Was sagt mein Akku? Oh, er schwächelt. So, das packen wir hier mit rein. So. Und die Box machen wir mal wieder zu. Und dann kommen wir, oh, ich glaube, das sind die Wachsmelts. Das ist eine Beauty Glamour Box. Nee. Ich dachte, hier wären irgendwo noch Wachsmelts drin, aber das ist auch nochmal Beauty. Okay. Ich sehe schon, ihr meint das ernst mit den Beauty-Sachen. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Ipsy Bag mit ganz vielen Kajalstiften und so drin. Okay. Smashbox Always on Liquid Eyeliner. Ein NYX Eyebrow Pencil. In welcher Farbe? In Schwarz? Okay, nein. Ein Kohlkajal, noch eine Mascara, ein Smoky Stift, ein Kohlkajal, noch ein Kohlkajal, noch ein Kohlkajal, Anastasia Beverly Hills Peach Fizz Liquid Glow, okay. Und noch ein Eyebrow Pencil und
von Love so ein Illuminator. Das darf alles wieder in die kleine Ipsy Bag. Vielleicht finden sich ja da noch Abnehmer für Hühneraugenpflaster. Meine Mutter braucht Blasenpflaster, aber das sind ja Hühneraugenpflaster. Ach, ich... Ich glaube, die haben es hinter sich. Ich glaube, die nehme ich mal raus. Dann haben wir hier das Face Serum von Moin, wie auch immer man das ausspricht. Das finde ich auch nicht so gut. Das darf weiter wandern. Eine Lidschattenpalette von Manhattan. Ein Primer von Catrice. Ein Kiko Unexpected Paradise Liquid Foundation. Ein Nature Box Kopfhautpflege festes Shampoo. Das riecht nach Hanf. Ist eigentlich nicht so mein Duft. Aber feste Duschprodukte kenne ich ein paar Leute, die das gut finden. Nehme ich mal raus. No Make-up Hyperkeim 2-Phase Serum mit Acelain, glaube ich, heißt das. Dann ein Niacinamide Serum. Da stehen doch auch viele Leute drauf. Darf weiter wandern. Eine Forming Paste von Got to Be. Die nehme ich mal für Herrn Muffin raus. Vielleicht mag er die. Mittlere Kontrolle, kraftvoller Duft. Vielleicht mag er das. Das nehme ich mal für ihn raus. Ein Keep Me Matte Prime and Fine. Ein Hand- und Nagelcreme von Lady Green. Die tue ich mal beiseite. Das tue ich dahin. Eine Eyeshadow Base. Eine Eyeshadow Base von Manhattan. Ein Collagen Youth Anti-Age Cream von Douglas. Einmal Self-Tanning Drops von eCooking. Ich glaube, die lasse ich mal drin. Ein Magic Finish Supercharge Foundation. Eine Manhattan Liquid Highlighter. Skin & Co. Whipped Cleansing Cream. Das war von mir, das Fragrance Mist. Das kommt wieder raus. Von Avant Overnight Serum. Aber Avant ist teuer. Das tue ich mal lieber wieder rein. Ein Illuminating Concealer von Icona Milano. Und was haben wir hier zum Schluss noch? Ein Duschgel-Konzentrat. Tue ich alles wieder in die Box rein. Jetzt ist die ziemlich leer. Aber ich muss ja auch noch was reintun. Schlau gemacht von mir. Ich muss ja auch noch was reintun. Das kommt dann da rein. Genau. Aber ich glaube, ich habe ganz gut Platz geschaffen. Und hoffe, dass der Rest in das Päckchen reinpasst, das ich hier noch stehen habe. Ja, es ist viel zurückgekommen von meinen Sachen. Ich gucke jetzt mal, was ich behalte. Wie viele Teile das sind. Eins, das Nature Box Shampoo. Zwei, die Palette. Drei, das Waschgel. Vier, die Hand- und Fußcreme.
5 der Lippenstift von Jeffrey. Das Body Scrub von Eveline 6. Die Handcreme 7. Ich habe doch einiges gefunden. Das Haarprodukt 8. Das wandert weiter. Das wandert weiter. Die Zahnbürste 9. Der Blush Brush 10. Der EOS Lip Balm 11. Das Setting Spray 12. Dieses Tanning Spray 13. Und das Puder 14. Produkte habe ich mir ausgesucht. Schöne Produkte. Bin wirklich sehr zufrieden mit meiner Ausbeute. Sind auch Produkte, die ich brauchen kann. Oder die halt jemanden erfreuen aus meinem ganz engen Familienkreis. Genau. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch, ich wollte meine Deko noch mal ein bisschen zeigen. Alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss!